Hey, hör gut zu. Hallo und herzlich willkommen bei Aller guten Tonis sind drei, dem brandneuen Reinhör-Podcast von den Tonis. Mein Name ist Sven und zusammen mit meinen drei Kollegen Sarah, Moritz und Jeppe stellen wir euch ein paar unserer Lieblingstonis vor, die zuletzt auf den Toni-Boxen bei uns zu Hause besonders oft aufgestellt wurden. Entstanden ist das Ganze ehrlich gesagt als eine Art Schnapsidee auf unserer Weihnachtsfeier, wo wir über eine Stunde lang zu viert heiß über unsere Lieblinge debattiert hatten. Und weil das nicht nur viele Hintergrundinfos zutage gefördert hat, sondern auch sehr viel Spaß gemacht hat, haben wir uns überlegt, ob euch das nicht ebenfalls ein Gefühl vermitteln könnte, welche Tonis etwas für euch und eure Familie sind oder welche auch nicht. Als wir diese Folge Anfang März aufgenommen hatten, konnten wir noch nicht wissen, dass nun alle zu Hause bleiben müssen. Entsprechend hoffen wir, euch mit Aller guten Tonis sind drei ein wenig Abwechslung bieten zu können. Nun ja, das Ganze ist für uns vor allem mal ein Experiment und wir sind sehr gespannt, ob es euch gefällt. Aber nun genug der Vorrede. Wenn ihr immer schon mal wissen wolltet, warum Dumbo Walt Disney gerettet hat, warum der kleine Rabe Socke eigentlich gar kein Rabe ist und warum Ella in der Schule auch eine Geschichte für Jungs ist, dann hört doch mal rein. Also, viel Spaß! So ihr Lieben, dann herzlich willkommen bei unserer ersten Ausgabe von Aller guten Tonis sind drei. Mit dabei sind heute die Sarah. Hallo. An der türkisen Box und der Moritz an der grünen Box. Hallo. Und der Jeppe an der roten Box. Hallo. Ja, welchen Toni hast du denn heute dabei, Sarah? Was stellst du heute auf und vor? Ich habe heute einen absoluten Klassiker dabei und zwar den kleinen Dumbo. Den Elefanten von Disney. Moritz, was hast du dabei? Ich habe heute den kleinen Rabe Socke dabei. Okay. Unverkennbar mit der roten Ringelsocke. Okay, und du, Jeppe? Und ich habe die Ella dabei. Ella in der Schule. Alles klar. Beim Rabe Socke haben wir die Geschichte alles vermurkst, glaube ich, ne, Moritz? Genau. Genau, und wer fängt an? Du fängst, glaube ich, auch an direkt, ne? Genau. Mit unserem zu kurzen Zusammenfassungsformat, der Toni in einer Minute. Dann leg mal los. Genau, der kleine Rabe Socke, frech, schwarz, hochbegabt, ist der Held dieser Reihe und deswegen ist er natürlich auch auf den Tonis abgebildet. Wir haben mittlerweile drei Rabe Socke im Programm. Das eine ist den ich dabei habe, Alles vermurkst, wo er auf seiner Tauschschatzkiste sitzt. Der zweite ist Alles Schule, wo er eine Schultüte in der Hand hat. Und der dritte ist der, wo er im Suppentopf sitzt. Und das ist alles erlaubt. Bei mir zu Hause auf jeden Fall. Einer der Top 10 Tonis. Aber wir reden hier über Alles vermurkst, der noch die beiden anderen Geschichten drauf hat, Alles geheim und Alles saust um die Wette. In der ersten Geschichte geht es darum, dass alle Kinder, Waldkinder mit ihren Spielsachen zu Mutter Dachs kommen. Der Rabe Socke lebt im Wald in einer nicht zu durchschauenden Wald-WG, wo die Verwandtschaftsverhältnisse irgendwie nicht so ganz klar sind. Und die bringen ihre Spielsachen mit und tauschen sie miteinander. Und der Rabe Socke ist der beste Tauscher und das Schaf Wolle ist der schlechteste Tauscher. Das heißt, Rabe Socke steht mit ganz vielen neuen Sachen da und Wolle dann irgendwann mit gar keinen. Die drei Eicheln hat er, ja. Aber auch da wieder ist es eher der Schwach in der Hand. Wenigstens lecker. Und dann nimmt die Geschichte aber von da eine ganz andere Wendung, weil auf einmal wollen alle Tiere Muffins essen und der Rabe Socke will helfen, weil er gesehen hat, dass wenn man hilft, dann ist man ein Schatz und er möchte auch ein Schatz sein. Und sagen wir es so, das richtige Wort ist, glaube ich, verschlimmbessert er die Situation, indem er den Kakao runterwirft, die Wäsche von der Wäscheleine reißt und eigentlich nichts richtig macht, weshalb er dann weggehen muss. Und dann wird er der weltbeste Helfer, auch nachdem er fast allen Tieren im Wald geholfen hat, den Frosch, den Mäusen, kommt er zurück und mit dem Bären Eddie und dem Fuchs, die einen Unfall hatten, um dann gebührend von der Waldfamilie gefeiert zu werden. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang als Intro. Ja, also wir haben ja noch zwei weitere Geschichten, aber lass uns ruhig mal in die Diskussion gehen, beziehungsweise in die Einschätzung. Ja. Ne? Also Rabe Socke, du hattest es schon gesagt, die dritte Geschichte und diese Wald-WG. Also
Ich habe jetzt auch nochmal echt bewusst reingehört, weil wir ja vorher schon gesagt hatten, dass, was ist denn das? Das ist ein Patchwork? Ist das ein Waldinternat? Was ist das? Also ich habe zumindest gesehen, also der kleine Dax ist der Sohn von Mutter Dax. Genau, ne? Das ist ein klares Familienverhältnis. Das ist ein klares Familienverhältnis. Also das hätte ich auch am ehesten auch noch herleiten können. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Aber ich finde das, also sie nennt ihn halt der kleine Dax. Das fand ich irgendwie, weil sie sagt, kleiner Rabe und sie sagt, kleiner Dachs. Und sie sagt nicht Sohn oder so. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass dort Tiere Namen haben und manche nicht. Und das auch in keiner erkennbaren Struktur verläuft. Also wir haben Stulle, das Wildschwein, wir haben Wolle, das Schaf, wir haben Eddie, den Bären und dann gibt es den Fuchs. So. Ich glaube, das sind Außenstehende. Noch, genau, es gibt... Die sind nicht in dem Freundeskreis oder in dem Familienverwandtschaftsverhältnis. Ja. Das weißt du, das weißt du. Ich kenne die alle persönlich. Aber die dürfen ja auch mittauschen. Die dürfen mittauschen, die dürfen mit Muffins essen, die dürfen mit Kakao trinken. Also sie sind ja irgendwo schon Teil der Wald-Community. Sind die Namen ausgegangen? Ja, beziehungsweise ich glaube, das sind doch dann auch nicht so die ganz wohlgelittenen Tiere, oder? Das sind doch die also wie, ne, du kennst es aus dem Sales, irgendwie Handel treiben ist okay, aber man muss jetzt nicht befreundet sein an der Stelle. Ach, ist das so? Mist, jetzt verstehe ich es erst, wie es funktioniert. Ja. Danke. Ja, da hast du wieder was mitgekriegt. Aber ich hatte auch jetzt in der Geschichte, ist ja auch der Rabe Socke hilft ja auch dem Frosch und den Mäusen. Also die haben auch... Da hast auch, recht, und, nicht nur Wolf. Sie wollen einen Streich dem Biber spielen. Also der Biber ist ja nun auch ein, glaube ich, sehr viel friedlicher Zeitgenosse im Wald als der Fuchs oder Wolf. Und trotzdem hat er keinen Vornamen abbekommen. Also er hilft ja auch der Ente, ne, die sucht nach einer frechen Idee, um den Biber zu ärgern. Genau. Und was gibt er ihr mit auf den Weg? Den Knabberschutztrick. Da habe ich mich gefragt, was ist das denn wohl? Also ein Knabberschutztrick. Fand ich auch sehr schade, dass das so unaufgelöst bleibt, weil dann trifft sie an so ein Flüstern ab und man kriegt nicht mit, was der Knabberschutztrick ist. Genau. Und eigentlich ist man heiß drauf. Naja, aber genau da brauchen wir ja die Fantasie der Kinder oder unsere Fantasie, um sehr das gut aufzulösen. Ne? Habt ihr das mit euren Kindern auch gehört? Oder wie läuft das bei euch? Läuft das bei euch regelmäßig auf der Box zu Hause? Ja, wir hatten sogar ein großes Problem diesmal, denn wir hören eigentlich den Rabe Socke im Topf, haben aber jetzt in Vorbereitung diesen alles vermurkst gehört und mussten dann vorgestern auch noch Muffins backen. Tatsächlich. Oh. Ich hätte euch gern welche mitgebracht. Ich wollte gerade sagen. Ja, genau. Es tut mir leid, die sind alle schon aufgegessen, aber die Kinder haben da wirklich mitgefiebert. Den kannten wir nämlich tatsächlich auch noch nicht. Und das hat dann dazu geführt, dass wir in die Küche durften, konnten und Muffins gebacken haben. Was ja ganz komisch bei dem Rabe Socke ist, ist von den dreien, die wir haben, ist das der einzige, der von Oliver Robeck gesprochen wird. Ja. Und wer ist Oliver Robeck? Rohrbeck. Justus. Jonas, natürlich. Genau. Und von wem werden die anderen beiden gesprochen? Das muss der Jeppe vormachen. Von Jan Delay. Das hätte ich jetzt noch üben sollen. Normalerweise Jan Delay. Von Jan Delay. Ja, genau. Und wie gesagt, was sagt ihr? Ist Jan oder Oliver? Ich muss sagen, auch wenn Oliver das sehr, sehr gut macht, finde ich, hat Jan Delay einfach aufgrund dieser nasal prägnanten Sprache für mich... Das Rotzige halt, ne? Das Rotzige, das Frecher. Klein, schwarz, frech, hochbegabt. Schlecht, hochbegabt. Was ist hochbegabt? Das habe ich auch erst jetzt heute nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Hochbegabter in der Wald-WG, der Rabe. Und aber, ne, wir wissen ja auch, dass der schon auch so ein bisschen Anti-Held manchmal ist. Ne? Also ja. Der bricht ja manchmal schon auch die Normen des Bravseins, bitte danke, solche geflügelten Worte. Und er hat ja auch dann, ne, Wolle, du hattest das eben erzählt in der ersten Geschichte, gibt Wolle sein tolles Skateboard, verliert er seinen Wolf und hat dann nur noch so einen Bollerwagen. Und habt ihr das mitbekommen, dass da eigentlich der Rabe Socke den auch noch dem super, Bollerwagen jetzt super, auch noch ab. Ja, das ist, will, fand ne? ich auch. Fand und ich das ist hochbegabt. Frech, ich würde sagen, das ist frech. Genau. Ja, ich glaube, bei, es ist dieser, frech und hochbegabt. Ja, dieser vielleicht auch schwingt ein bisschen dieser Euphemismus bei vielen Zappelfilippen, wo die Lehrer sagen, boah, die sind schrecklich und die Eltern sagen, ja, der ist hochbegabt und ist unterfordert. Und vor allem das Schöne ist ja, ich glaube, ohne zu viel zu spoilern, dass am Ende der Geschichte
holt er das Skateboard für Wolle zurück, aber den Bollerwagen? Und das ist erstaunlich. Das finde ich, und das ist schlau. Ja, genau. Ja, und das finde ich eine ganz schöne Wendung in diesem Ding. Ich finde diese, genau diese Szene, wie du das sagst, mit diesem, da kommt der, das Schaf, das Arme, wie heißt das, Wolle, dann hat schon nichts mehr. Ich bin aber großer Fan, wenn der manchmal, also sehr häufig so dieses leicht meckerige, das wird von dem Sprecher wirklich total geil eingebaut. Das kommt immer wieder vor. Ich finde das großartig, weil das so ein richtiger, da guckt man so, und das ist bei Rabe Socke immer das Coole, finde ich, man guckt so richtig in so einen Kinderkopf rein. Ne? Da meckert ihm dieses Schaf ein, hat einen vollen Bollerwagen, jetzt ist der Bollerwagen leer, weil er irgendwie miserabel getauscht hat. Was ist die Reaktion? Ja, brauchst du eigentlich den Bollerwagen nicht mehr, wie brauchst du denn damit? Das ist so schön, und ich glaube, das ist auch genau der schöne Schluss, den irgendwie Rabe Socke am Ende auch nimmt. Freches Kind aus seiner egozentrischen Perspektive irgendwie, ich möchte jetzt aber... Und also zumindest in dieser Geschichte, dann kriegt es eine richtig schöne Wendung, weil er am Ende auch wieder mit ein bisschen irgendwie Hinterlist und er, ich weiß gar nicht, wem er dann da, dem Fuchs, luchst er dann noch irgendwie das Skateboard irgendwie ab, wo man schon denkt, ja, da ist er jetzt wieder auf seinem irgendwie sehr schlauen Turf und haut den Nächsten aber irgendwie, zieht eine Ranzen. Aber in dem Fall mal nicht egoistisch, ne? Genau. Sondern für seine alten ganz Kumpel Wolle. Genau, für seinen Kumpel holt er was raus. Ist ja nicht bei allen Geschichten so. Ne? Nee, manchmal bleibt es auch im Zwielicht so ein bisschen mit. Ich finde es ganz schön, dass du eigentlich am Ende jeder Geschichte so ein bisschen eine Moral von der Geschichte hast, wo dann aber klar wird, dass alle anderen Tiere glauben, dass der Rabe Socke diese Moral auch mitgenommen hat, aber er einfach so ein kleiner Schlawiner ist, der sich da irgendwie so durchschlawinert hat und am Ende wie der gute Mann da steht, der aber vielleicht manchmal gar nicht ist. Genau. Das sind aber viele Kinder. Auch, also ich glaube, das ist so der Inbegriff des Kindseins. Ja. Einfach, meine Kinder verstehen meistens nicht, was ich von ihnen will und warum ich es möchte, wissen aber, dass sie es jetzt machen müssen, weil Mama das gerne so möchte. Sonst gibt es keine Muffins. Frau Dax, ne? Frau Dax hat gesprochen. Genau. Wir halt könnten jetzt zwar auch noch mal ein bisschen was über die zweite und die dritte Geschichte erzählen, aber ich würde ganz gerne lieber mal langsam den Rabe Socke einfangen und mit unserer kleinen Wertungskategorie beginnen. Also eher so eine Empfehlungskategorie. Wir nennen das ja, wer stellt drauf und wer nimmt runter von der Box. Moritz, was würdest du sagen? Wie hast du das gesehen? Also der Rabe Socke ist bei uns zu Hause. Meine älteste Tochter ist 3, auf jeden Fall auch Dauergast. Und ich glaube, den Rabe Socke können Kinder von 3 bis 6 immer wieder draufstellen. Vor allen Dingen finde ich, das Schöne am Rabe Socke ist, dass er auch ein elternkompatibler Toni ist. Ja. Es gibt auch, also ein anderer, der bei uns auch sehr viel läuft und den wir sehr gerne mögen, ist der Bobo Siebenschläfer. Aber der hat vom... Da ist halt immer, die Geschichte ist immer die gleiche. Bobo unternimmt irgendwas, am Ende schläft er ein. Das ist super schön, das ist von der Erzählthematik gut. Aber der Rabe Socke ist halt frech und macht mir auch beim Hören Spaß. Und wer nimmt dann trotzdem vielleicht runter? Oder was sagt Sarah oder Jupp, habt ihr? Wie seht ihr das? Ich würde es an sich erstmal ähnlich sehen. Bei uns, also ich habe 2 Jungs, 4 und 6 Jahre alt, und das ist genau in dem Altersspektrum, würde ich auch sagen. Es bietet für jeden noch irgendwie was. Ich glaube eigentlich, der gefällt Kindern generell erstmal gut. Wenn ihn jemand runternimmt, dann vielleicht irgendwie Eltern, die jetzt irgendwie, wenn man jetzt so auf die Moral zu sprechen kommt, es ist nicht immer so eine direkte, klare, wie bei Conny oder irgendwas, tu dies, tu das und so funktioniert das, sondern es sind eben doch Geschichten, die ein bisschen anarchisch sind, ein bisschen hintenrum. Deswegen könnte ich mir vorstellen, vielleicht möchte das irgendwie manche Mama nicht, was ich aber schade fände, weil das total super ist und ist ja auch befreiend für Kinder, wenn man mal so dieses Freche haben darf. Ja, nicht umsonst gibt es vom Rabe Socke auch Filme und ja, ganz also viele. Wir haben alle 3 und die laufen hoch, runter. Ja. Bücher, also ich meine, der Rabe Socke ist ja wirklich auch im Kinderzimmer schon seit Jahren wahnsinnig beliebt. Ja, also insgesamt doch eigentlich kann man aus unserer Perspektive sagen, eher ein allgemeiner Draufsteller. Ne? Also von Kindergarten. Genau. Aufwärts, ja. Mhm. Ja. Okay, cool. Dann würde ich sagen, gehen wir mal einen Toni weiter. Gehen wir an die türkise Box, wo der Dumbo draufsteht von der Sarah. Und Sarah, magst du uns den mal in einer Minute vorstellen? Aber sehr gerne. Also wenn man den kleinen süßen Elefanten auf die Box stellt, also A, ist der schon mal echt ganz, ganz toll gemacht und toll umgesetzt. Und wenn die Geschichte dann losgeht, dann befindet man sich erstmal in einem Zirkus. In einem sehr alten Zirkus, die Geschichte ist von 1941 und daher sind da noch ganz viele Zirkustiere, Löwen und Giraffen und Elefanten eben auch.
Und unter anderem kommt dann auch ein Storch in der Geschichte vor, der bringt nämlich die Tierbabys. Wissen wir alle. Die kommen im Jahr 1941. Das ist auch nach wie vor so. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also bei uns ist es nach wie vor so. Ja, und der bringt nicht nur Löwenbabys, der bringt eben auch ein Elefantenbaby. Und dieses Elefantenbaby ist der kleine Jumbo Junior. Der bekommt aber relativ schnell einen anderen Namen, denn wenn er das erste Mal dolle niest, klappen sich die Riesenohren auf und leider ist in diesem Zirkuswagen nicht nur die liebevolle Mama und die liebende Mutter, sondern eben auch andere Elefanten, die den kleinen Jumbo Junior hänseln und ihm den eigentlich eher gemeinen Namen Dumbo geben. Dumbo kommt von dumb, vom englischen Wort dumm, und hänseln ihn für sein seltsames Aussehen oder seltsam anmutendes Aussehen. Dann geht es relativ traurig leider weiter, dass der kleine Dumbo immer mal wieder über seine Öhrchen fällt und dafür auch von den Menschenkindern gehänselt wird. Und die Mama springt da immer in die Bresche und beschützt ihr kleines Elefantenbaby. Und dafür wird sie dann weggesperrt. Ich glaube, dass die Geschichte ist ja auch vielen bekannt, nimmt aber dann eine ganz, ganz tolle Wendung, denn Dumbo kriegt einen kleinen Freund und der ist sehr klein, das ist nämlich eine Maus, Timothy, und der hilft ab sofort dem kleinen Dumbo und springt für ihn dann in die Bresche und spricht ihm Mut zu und sorgt dafür, dass das Selbstbewusstsein des kleinen Dumbo steigt und findet mit ihm gemeinsam dann heraus mit einer Reihe von Raben. Da sind wir wieder. Ach, sind es Krähen? Krähen sind es, glaube ich, ja. Ja, seht ihr? Crows. Crows, okay. Da ist die Vogelkunde noch nicht so weg. Ornithologisch, ja. Okay, aber dann sind es Krähen. Und gemeinsam finden sie eben heraus, dass die großen Ohren nicht nur Zierde sind und vielleicht ein bisschen anders aussehen als bei anderen Elefanten, sondern eben auch Flügel sein können und mit ein bisschen Hilfe findet Dumbo dann heraus, dass er fliegen kann und findet sein Selbstbewusstsein und seine Stärke. Und wird zum großen, gefeierten Star. Der besten oder tollsten Zirkusnummer des ganzen Zirkus. Wow. Genau, also eine klassische Disney-Geschichte halt, wie man mit einem ganz klassischen Disney-Storytelling-Bogen. Ja. Mir persönlich ging es so, dass ich ganz toll sofort in der, du hattest gerade gesagt, Sarah, diese Zirkusatmosphäre, ich finde, das kam die bei der Hörspielproduktion auch wieder hinbekommen. Man ist wirklich nach zwei Minuten ist man voll in der Zirkuswelt. Ja, das liegt vor allem, finde ich, daran, dass Dumbo, der ja die Hauptfigur ist, nicht spricht. Und deswegen hat die Sprecherin auch einen ganz, ganz hohen Sprechanteil in dem Hörspiel. Also es ist wirklich eher so eine gute Mischung aus Hörspiel und Hörbuch und die fängt halt diese Atmosphäre total schön ein und man kann sich vieles einfach direkt bildlich vorstellen, denn man muss dazu sagen, das ist ja auf einer natürlich erst eine Buchvorlage, es gab aber auch eben diesen weltbekannten Film, der ja auch Oscars bekommen hat, aber kennen tun den ja nicht mehr so viele, ne? Der ist von 1941, das heißt, der hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich kannte den auch nicht. Wobei, ist jetzt da auch nochmal neu verfilmt worden, ne? Da ist jetzt ja, glaube ich, letztes Jahr von Tim Burton eine Realfilm-Verfilmung. Hat den einer von euch gesehen? Ja, ich habe den gesehen, ja. Und du bist ja auch einer unserer größten Disney-Fans, muss man sagen. Deswegen musste ich natürlich jetzt auch mit einem Disney-Tony anfangen, da kam ich gar nicht drum herum. Und man muss dazu sagen, dass Sarah auch noch ein Dumbo-T-Shirt gerade da sehen, wenn wir das hier aufnehmen. Ich halte alle Fahnen hoch hier. Genau. Also die Verfilmung ist wirklich, wirklich toll und auch super inszeniert, hat aber wirklich, also dafür ist Tim Burton ja auch bekannt, eine ganz andere Handlung. Oder also das basiert wirklich nur noch auf diesem Klassiker, aber die Handlung, der Handlungsstrang ist wirklich ein ganz anderer. Also unser Tony basiert komplett auf dem 1941-Film, also ne, 60, der war auch 64 die Minuten. Vom Film, ne? Ich fand das spannend, in der Vorbereitung habe ich gelesen, dass das Disney, das war halt mitten im Zweiten Weltkrieg, muss man auch sagen, die Zeiten waren hart und auch bei Disney gab es da ein, zwei Flops, die konnten halt nicht in Europa zeigen, hatten deshalb Einnahmedinger und das Problem, also Issues und der Dumbo war mega aufwendig gemacht mit Wasserfarbe und war dann ein unglaublicher Erfolg in Amerika und hat tatsächlich, war mir völlig unbekannt, dass Disney gerettet. Ja, so und also Walt Disney persönlich natürlich auch noch stark involviert und war wirklich ein total wichtiger wirtschaftlicher Erfolg. Es ist aber eben auch, es ist schon, ich persönlich finde,
bei der Geschichte merkt man schon teilweise auch so die Zeit an. Zeit so, an, ne? Ja. Wie habt ihr das empfunden? Ich fand's, ja, tut man ganz klar. Ich fand, man merkt es der Zeit an, ich fand die Clowns, die Champagner trinken, irgendwie eine sehr, sehr lustige Vorstellung. Ja, aber dazu muss ich sagen, ich kenne die Geschichte ja wirklich von klein auf und mir ist jetzt als Erwachsener erst bewusst geworden, dass sie einen Rausch haben. Also als Kind habe ich das überhaupt nicht so wahrgenommen. Ich kenne natürlich die Szene mit den pinken Elefanten, aber das ist mir als Kind, war mir das gar nicht klar. Und als ich ihn jetzt nochmal gehört hatte, dachte, oh mein Gott, die sind ja betrunken. Um Himmels Willen. Ja, fand ich auch, das war, man würde sagen, politisch unkorrekt, aber es wird natürlich total gut in die Story reingebracht. Das ist eigentlich auch so ein bisschen der Wendepunkt, weil die landen ja nach ihrem Beschwipst halt dann auch in diesem Baum. Wo wissen dann nicht, wie sie hochgekommen sind. Und da ist ja auch wie immer bei Disney auch viel Musik dabei. Und wie heißt denn der Song nochmal? Weil das ist Baby Mine? Aber ich sah nie, wie ein Elefant fliegt. Ne? Der ist wirklich auch richtig stark, finde ich. Ist mein Lieblingssong in der Dumbo-Welt. Aber da wollte ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, weil die Songs, sonst bei Disney-Filmen ist ja so, dass du einen Song gesagt, oder sowas, den hast du, den kennst du irgendwie. Und bei Dumbo, muss ich sagen, fand ich die Songs auch gut. Die waren alle sehr, sehr jazzlastig, was wahrscheinlich auch irgendwie so an der Zeit liegt. Aber es war keiner da, den ich kannte. Ja, aber und ging mir auch so. Also dieses Baby Mine ist eigentlich der bekannteste Song, aber der ist halt eben aus einer Zeit und den hört man so heutzutage, also es ist nicht Dschungelbuch. Das ist auch wirklich das ist so, finde ich, auch die wirklich traurigste Szene fast, ne? Dass die Mutter wird eingesperrt, ne? Und diese wirklich fiesen, wir nennen sie Klatschweiber, ne? Diese anderen Elefantendamen. Also es geht schon teilweise vom Spannungsbogen, der kleine Dumbo muss eine ganze Menge durchmachen. Ne? Das finde ich auch, das ist und ja auch sehr heftig und traurig, aber ich finde es dabei interessant, dass es, weil wir ja gesagt haben, das ist eigentlich ja so ein klassischer Geschichtenzuschnitt, wie ja klassischer nicht sein könnte, hässliches Entlein oder man könnte auch fast sowas sagen wie am Ende eine Heldenreise, wo sich jemand durch alle Fairnisse irgendwie durchkämpft und am Ende ist da jemand ganz anderes, als er vorher war und so. Aber es kommt ohne klassischen Schurken aus, ne? Was ja sonst gibt es immer Shere Khan oder irgendjemanden. Ja. Es gibt keinen irgendwie echten Bösewicht, es gibt halt nur so generell, und das ist, finde ich, eigentlich ein was Schönes, ich würde fast sagen Zeitloses, was man immer noch nutzen kann, ist irgendwie dieses... Naja, letztlich kämpft er ja gegen Ignoranz irgendwie an, ne? Es ist ja einfach nur so, keiner von denen ist richtig böse, aber sie sind halt einfach alle nur so ablehnend, kennen seine Rolle nicht. Ne? Es gibt also diese, die Maus hält doch dieses wunderschöne Pamphlet dann irgendwann, wo sie sagte, wo diese Vögel ja auch erst sogar noch ablehnend sind. Das sind Krähen. Es sind Krähen. So. Also die Ornithologen werden wenig Freude an uns haben in dieser Folge. Wenn ja auch der Rabe Socke übrigens gar nicht wie ein echter Rabe. Ja. Also, aber da sind wir jetzt drüber hinweg. Wieso das? Weil der Moritz guckt so wissend. Ja, es gibt ein Zwiespalt in der Ornithologen-Community, ob der Rabe Socke wirklich ein Rabe ist, weil er vom Äußeren mit dem gelben Schnabel, Raben haben normalerweise schwarze Schnäbel, und den orange-roten Beinen eher einer Alpendohle. Ich wusste, hab's immer schon gewusst. Ja. Ich hab's schon geahnt. Ich hab's irgendwie auch immer geahnt. Auch eine Alpendohle ist keine Krähe. Aber wisst ihr was? Aber die haben diese roten Socken. Sagen, egal was, die haben meistens keine Socken an. Da bin ich mir sicher. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich... Das glaube ich schon, ja. Gut, nochmal wieder zurück zu unserem Elefanten. Ja, richtig. Ne? Ich glaube, wir haben so ungefähr... Also ich persönlich muss sagen, ich hatte bei der Story manchmal so ein bisschen die Bedenken nach dem Motto, wer nimmt runter? Aber das kannst vielleicht du jetzt uns erzählen, Sarah. Wer ist aus deiner Sicht? Wer stellt drauf, wer nimmt runter? Ja, also ich finde, die zentrale Aussage des Ganzen ist ja wirklich diese Freundschaft zwischen Dumbo und dieser kleinen Maus. Und es geht viel um Freundschaft und Selbstbewusstsein. Und ich glaube, gerade im Grundschulalter ist das die perfekte Geschichte. Da stößt man viel auf das Thema Mobbing und Ausgrenzung. Ich hab auch zwei Söhne und mein großer Sohn ist gerade genau in diesem Alter und da kriege ich das oft mit. Ich glaube, die finden sich sehr in dieser Geschichte wieder und finden vielleicht auch ein bisschen Trost in der Geschichte, dass es immer jemanden gibt, der zu einem steht, und wenn man nur so diese eine Person hat und dazu noch an sich selber glaubt, dann kann man vieles überwinden.
Aber ja, oder wenn die Mutter mal weggesperrt wird. Auch dann. Wer weiß. Ja, genau. Also, dass man ja dann eben so jede Hürde überwinden kann. Aber natürlich, also ich finde, für kleinere Kinder, die das jetzt auch nicht so wirklich das herausarbeiten können direkt und sich vielleicht auch nicht wiederfinden und einfach nur diese tief traurigen Szenen dann irgendwie hören, ich glaube, die hören eben eher weg. Und ich finde es aber eigentlich eine schöne Geschichte, um einzuschlafen, weil die Sprecherin hat eine sehr angenehme, ruhige Stimme und man muss halt in den ersten 5 Minuten weg sein, bevor es traurig wird. Das habe ich meistens. Okay, also vielleicht noch, du hattest eben den gesagt, der Timothy Q. Maus, im ganzen Hörspiel kommt das eigentlich gar nicht vor. Ich habe das jetzt auch nochmal eigentlich nur bei der Vorbereitung gesehen. Auch im Film wohl nicht, habe ich dann gelesen. Nur eigentlich, ne, am Schluss bekommt Dumbo ja auch noch einen Hollywood-Vertrag, ne, also weil er so der Superstar ist. Und dann sein Manager ist natürlich die Maus und sie unterzeichnet damit Timothy Q. Maus. Und dann, daher kommt dann der Name überhaupt. Ja, sie nennen ihn nur Zirkusmaus. Genau. Oder also die Maus. Ja. Ach so, okay. Also er kommt vor, aber der Name kommt irgendwie. Genau, aber auch kein Name. Also sie haben alle Namen, aber ich erinnere mich jetzt nicht daran, dass irgendjemand namentlich im Hörspiel genannt wird. Der Zirkusdirektor, die Clowns, genau, die Klatschweiber. Ja, genau. Oder die Arbeiter, die singen, wir arbeiten bei Tag und Nacht, weil uns der Zirkus Freude macht. Das finde ich auch noch super. So, bei Tag und Nacht, einfach weil der Zirkus so toll ist. Ne? Ich finde, das ist motiviert. Absolut. Wollen wir, Moritz, hast du dazu noch was weiter? Sonst könnten wir auch zum nächsten Toni weitergehen. Hast du noch ein Podcast-Gold auf dem Zettel stehen? Ich habe gerade geguckt und mein Podcast-Gold bei Dumbo ist leider schon ausgeschöpft. Okay. Aber dann, bewerten, wie würdest du es bewerten? Ich würde sagen, ich stelle noch nicht drauf, was daran liegt, dass meine Kinder noch ein bisschen zu jung sind dafür, aber Dumbo wird auf jeden Fall fester Bestandteil unserer Toni-Sammlung werden, wenn sie in das Alter kommen, 5, 6, wo sie auch verstehen, wie die Geschichte funktioniert. Ja, das würde ich auch ein bisschen so sehen, ein bisschen emotional reif muss man dafür irgendwie sein, um das mitzukriegen, aber ich möchte noch mal eine Lanze brechen, weil ich tatsächlich finde, dass ich finde das auch einfach toll. Also es ist ein unglaublich guter Toni eben auch, weil ich finde dadurch, dass was du eben kurz sagtest, er ja eigentlich keine Sprechrolle hat, man ihn irgendwie gar nicht irgendwie so richtig im Hörspiel wahrnimmt, aber dadurch, dass man ihn irgendwie aufstellt und dieses süße Viech mit den Ohren sich die ganze Zeit angucken kann, dadurch wird die Geschichte nochmal lebendig. Also dann, wenn hören, dann auch mit Toni. Das finde ich unglaublich gut. Okay. Dann kommen wir zu unserem letzten, dritten Toni von heute. Das ist ja die Ella in der Schule und der Jeppe stellt sie jetzt in einer Minute vor. Sie, genau, ja. Okay, ich hatte überlegt, habe ich eigentlich schon mal finnische Literatur zum Besten genommen? Habe ich überhaupt schon mal was gelesen, was Finnisches? Nein, hatte ich, glaube ich, bislang nicht oder ich kann mich nicht erinnern. Jetzt habe ich es aber nämlich. Ella ist nämlich ein finnisches Original eigentlich von Timo Pavela geschrieben, ein ehemaliger Lehrer und eine echte Institution in Finnland. Also da kennt das jeder. Und als ehemaliger Lehrer plaudert er eben auch schön aus dem Nähkästchen, denn Ella ist in der Schule und es geht eigentlich die ganze Zeit um ihren Alltag und ihre Schulklasse, in der sie unterwegs ist. Gerade für mich, älter von Jungs, wirkt das auf den ersten Blick vielleicht langweilig, auch durch die Figur, erstmal ein Mädchen, was im Schuluniform steht, aber da ist nichts dran langweilig nach einmaligem Reinhören, denn diese Schüler haben immer unglaublich viele Ideen, da geht immer irgendwas in die Hose, einzig der Lehrer wirkt immer ein bisschen ermattet und vielleicht ist er sogar wieder sogar erpresst. Das ist eine der vielen Fragen, die aufkommen und die werden in so sehr schönen kleinen anekdotenhaften Szenen rund um die Schule werden die irgendwie dargestellt, sodass man in kleinen Szenen kriegt man immer einen bisschen größeren Zusammenhang hin. Es ist von klein bis groß, ist es was für jeden was zum Kichern da. Ich glaube sogar für Lehrer, wenn ich nicht ganz falsch liege. Außerdem hat es sogar insgesamt fast 2 Stunden Inhalt. Also da können wirklich Kinder auch richtig sich mal reinhören. Ich würde es so zusammenfassen, pointenschneller, stimmungsheller. Das ist Ella von Pavela. Oh. Haut da wieder einen raus. Das ist so. Das war ein echter Jepe. Sehr, sehr, sehr gut, sehr, ne? Beeindruckend, ja. Es ist ja auch tatsächlich eine
habe ich jetzt auch dann jetzt in der Vorbereitung nochmal gesehen, das ist eine ungekürzte Lesung. Also das ist ja auch, ja, eine, ich habe wirklich, hat das gesagt, so ein richtiger Kult in Finnland, in Deutschland auch. Ne? Beim Hansa Verlag ist das erschienen, die ganzen Bücher. Ja. 15 Stück gibt es davon inzwischen. Und du hast jetzt, oder man hört jetzt eben auf dem Toni, ein Hörbuch eher. Genau, das ist... Genau, das ist, also ich muss gestehen, bevor ich bei den Tonis angefangen habe, war mir der Unterschied zwischen Hörbuch und Hörspiel nicht ganz klar. Das hier ist jetzt ein klassisches Hörbuch, weil eine Person dieses Buch mit verschiedenen Stimmen vorliest. Ein Hörspiel wiederum sind mehrere Personen, die verschiedene Charaktere sprechen. Ja. Von daher ein klassisches Hörbuch. So, man merkt, du bist schon sehr lange bei den Tonis, dann kannst du das so toll erklären. Danke. Und ich finde aber, man merkt außerdem auch, wie gerade dieses puristische, dieses eben Hörbuchartige, wie das auch irgendwie unglaublich gut funktionieren kann, finde ich. Weil in der Tat ein Sprecher, auch noch ein Mann am Ende, ne? Ja. Das ist eigentlich, ist er ja irgendwie, das finde ich eine ganz interessante Konstruktion. Eigentlich ist er ja die, er spricht, also die Hauptfigur ist ja die Ella, so auch irgendwie halb die Erzählerin. Oder es ist aus ihrer Sicht ja irgendwie geschrieben. Gleichzeitig ist sie aber, finde ich, auch irgendwie wie eine dieser handelnden Figuren. Also sie ist weder der Held, um den sich alles dreht, noch ist sie jetzt irgendwie nur Beobachterin, die nicht vorkommt, sondern in manchen Szenen passiert ihr irgendwas, in anderen Szenen passiert es anderen Kindern, Jungs, und sie kriegt das irgendwie nur mit. Das ist irgendwie so eine ganz interessante Konstruktion. Ich finde, ich würde fast widersprechen zu sagen, dass Ella die Hauptfigur ist, weil das ja, war, also genau, wenn man den Toni so sieht, wenn man den auch, also die Figur, das Cover, der Titel Ella in der Schule, man lässt sich da ziemlich schnell fällt auf die Finte rein, dass das ein Mädchen-Ding wäre. In Wirklichkeit ist es einfach ein Grundschulding, ne? Weil der Timo, Tina, Hanna, Ella, Mika, das ist jetzt nicht Pekka. Blumen, das ist nicht Pekka. Blumen, das ist nicht Pekka. Blumen zu vergessen, Pekka. Niemals zu vergessen, Pekka. Ja, genau, der Pekka hat ja auch sogar, habt ihr es gesehen, auch so ein Spin-off bekommen, eines, ne? Weil der so beliebt ist, ne? Und ich finde nämlich tatsächlich, in der ersten Geschichte, der erste Strang ist ja eben diese vermeintliche Erpressung des Lehrers, da nehme ich die Ella ja eigentlich gar nicht wahr, ne? Ja. Die ist ja total zurückgenommen, da sind dann wirklich eher so, genau. Der Pekka, ne, der irgendwie rafft er, was ist mit Pekka los? Erzähl mir mal einer mehr über Pekka, bitte. Ich glaube, das wissen wir alle. Jungs. Also, was ist los mit dem? Ich finde halt einfach, dass die Charaktere alle super herausgearbeitet sind. Ne? Die bedienen da ja wirklich alle Klischees, und alle Kinder zusammengefasst sind irgendwie meine Kinder, oder ist jedes Kind, weil in jedem Kind steckt, glaube ich, so ein kleiner Pekka und so eine kleine Ella. Und ich finde es einfach wahnsinnig lustig vor allem. Ich hatte den auch nicht auf dem Schirm, muss ich ehrlich sagen. Das ist, glaube ich, auch so ein richtig tolles Einschulungsgeschenk. Wir haben jetzt, unser Kleiner wird dieses Jahr eingeschult, und der wird auf jeden Fall in der Schultüte sein. Ich fand Pekka einfach großartig, weil ich mich da auch immer mal wieder gefunden habe, dass ich mir dachte, ach, wie schön, wenn man einfach so ahnungslos durch die Welt und sich von allen anderen alles erklären lässt, das ist doch schön. Und weinen, Pekka und auch Mika, das sind die beiden, ich habe mir das notiert, ist jetzt Mika eine Heulsuse? Irgendwann kommt das mal vor, so als Behauptung. Die Mädchen habe ich nicht einmal weinen hören. Also das ist irgendwie, das ist irgendwann auch nochmal irgendwie ein vermeintlichen, dass das ein vermeintliches Mädchending wäre. Also es ist einfach, jeder hat einerseits ein bisschen Klischee, aber jeder bricht da auch irgendwie gleichzeitig wieder raus. Ne? Ja. Ich habe mich gefragt, jetzt mal wirklich eine steile These, steht die Ella vielleicht ein bisschen auf den Timo? Weil da kommt immer so, Timo weiß alles, und dann erfindet dieses Spiel, ne, dieses Rinder- und Traktorsuchspiel in diesem einen Erzählstrang, und dann sagt sie so, Timo macht die besten Spiele. Ist das so? Ich weiß nicht, kommt das vielleicht später nochmal raus, oder ist das jetzt einfach nur, ist das Zufall? In welchem Spiel ist einer? Ella denn? In welchem? Ich glaube, die sind in der ersten. Ne? Ja, ich glaube, die sind, also es gibt zumindest der nächste Band, den wir als Ton hier noch nicht haben, aber in den Büchern gibt es den nächsten, kommt in die zweite, Klasse. Kommt genau, in die zweite, ne? Genau. Gehen wir mal davon aus, dass sie jetzt in der, dass das wirklich, weil es die erste Folge ist. Also ich sage das so vorsichtig, weil ich habe heute noch meinen Größeren, der jetzt eben auch gerade in der Grundschule ist, gefragt, so was als Vorbereitung, was findest du an Ella gut, und erzähl doch noch mal ein bisschen. Und der sagte auch so im Brustton der Überzeugung, ja, die geht in die erste Klasse. Weswegen ich jetzt, wenn ich als Quelle nur meinen Sohn habe, da habe ich auch meine Erfahrung, deswegen war ich jetzt vorsichtig. Aber Quelle Internet, Quelle erster Sohn. Ja, so, genau, ist so etwa. Unerschöpfliche Quellen. Richtig.
Und ja, finde ich, also es ist halt so toll, weil es genau, es spiegelt irgendwie dieses Leben wieder in all diesen Konstellationen. Es geht ja am Rande, geht es ja auch mal so um Mädchen und Jungs, aber eben nicht als Hauptthema. Und eigentlich genauso, wie ich das zu Hause auch erlebe, bislang sind die auch eher noch so, wenn ich meinen Jungs mit sowas komme, findest du denn die gut und so, dann ist es eher so lästig, langweilig. Ich weiß nicht, was will der Alte jetzt von mir? Das ist jetzt, aber es fängt an, ein Thema zu werden. Und es gibt ja da zum Beispiel auch diese schöne Sequenz, wo dann rauskommt, dass sich tatsächlich der Lehrer, dass er sich verliebt hat und verheiratet, genau. Hoffentlich vorher verliebt. Und dann sagen ja, süß, sagen die Mädchen, voll öde, die Jungs. Das fand ich auch sehr schön. Was aber für Svens Theorie sprechen könnte, dass Ella vielleicht ein bisschen verliebt ist. Ne? Wenn die Mädchen das so süß finden, verliebt zu sein und... Ja, vielleicht. Also es war, ich habe halt was beim Hören war es mir halt zweimal aufgefallen. Glaubst du irgendwas, Sarah, du meintest jetzt für die Einschulung was? Ich persönlich hatte den Eindruck, das ist vielleicht sogar auch noch was für noch Ältere, also, ja. Weil man wirklich auch, also es ist halt wirklich eine Lesung eines Buches. Ne? Ich habe auch, ich glaube, das ist ein tolles Vorlesebuch, glaube ich, auch, ne? Also auch ein Tipp, ja. Wenn man eine tolle Geschichte lesen will. Ist das, also glaubt ihr, dass ein Sechsjähriger, Siebenjähriger, ja. Du sagst es also ja ich, selber, ne? Das, genau, und ich glaube so, also ich finde es sogar toll, es hat so ein bisschen auch so ein von bis, so ein Spektrum eigentlich, also so mein, der andere, der Vierjährige, der andere, ich kenne die Namen schon. Hoffentlich. Da rennen Kinder bei uns durch, was weiß ich, aber der jedenfalls, der Kleinere, der hört das auch und für den ist auch was drin. Also weil es gibt ja auch so, es gibt so relativ kleine Gags noch, sowas, dieses wir treffen uns um 20.45 Uhr, ich kenne die Uhr noch gar nicht. Genau, ich stelle sie dir vor. Ja. Genau, sagt er, hallo, und das ist Uhr, eine schöne Szene. Genau. Ja. Hallo, ich find, Uhr, ich finde generell Mika. dieses Slapstick-hafte, was dort irgendwie, also Slapstick, ja. Ohne es zu sehen, auch wo sie sich hinter den Jacken verstecken und dann die Jacke auf einmal niest und, ja, oder, und solche Geschichten. Und die Lehrer raffen das schon alles, ja, ja. Also wie die mit diesen Bärten kommen und, und dann so möchte jemand einen Keks. Ein Schulrat, genau. Ja, ne? Finde ich eben, das wäre in meinem von bis dieses, ja. Gewesen. Es gibt dann eben sehr viele Stellen, da braucht man dann eben schon, also zumindest auch so ein Gefühl für Situationen schon. Ne? Also ich merke das zum Beispiel als Papa kriegt man ja ganz viele Geschichten so von den Kindern immer so passiv hörend irgendwie so mit. Und bei Ella merke ich immer, ich krieg den Gag nicht mit, wenn ich nicht richtig hinhöre. Du musst halt schon, manchmal passiert was am Anfang beginnt, muss am Ende wiederkommen oder wird dann erst aufgenommen. Ne? Dann wird irgendwann in Szene 1 die Seife am Beckenrand liegen gelassen und in Szene 3 rutscht er irgendwann drüber aus und ja. Dadurch wird's eigentlich erst rund. Oder die haben dieses, die gehen ins Theater und müssen zur Garderobe gehen und hängen ja die Jackenfrauen rennen und her, die applaudieren und sie denken halt, ach toll, das war ein tolles Stück, ein bisschen kurz und gehen wieder raus. Sowas kapierst du ja auch erst, wenn du dich mit solchen Geflogenheiten ein bisschen auskennst oder wie peinlich das ist, wenn einer auf die Bühne. Also das ist der Slapstick, wird aber verpackt in so eine finnische Literatur sagt mir jetzt auch nichts, aber so Aki, also der Kaurismäki, Kine, dieser finnische Regisseur, der hat ja auch so eine total, ja, ja so einen lakonischen trocken, Stil. Ja. Und ich finde, das kann man hier wirklich schon aufbringen. Jetzt sind wir aber schon so halb, auch in der Bewertung. Loswerden möchte, ich finde die Stimme vom Sprecher so unglaublich beruhigend. Ich finde, der hat so eine tolle Stimme. Wenn ich mir jemanden aussuchen könnte, und der mein Leben erzählt, das wäre der Sprecher von Ella. Und da muss aber noch einiges tun, Moritz. Und das ist aber sehr erstaunlich, weil der Sprecher ist Friedhelm Tock. Und der hat außerdem noch was gesprochen? Sag es uns. Ich weiß es nicht. Den Imperator. Nein! Oh, hör auf! Das ist der wirklich? Ian McDiarmid, Star Wars Sprecher, der diesen, also den, hier den, Professor Palpatine oder wie das erste. Ja, okay, doch. Ist ja. Es und der ja, später ja, ja. Zum Imperator wird. Das ist der. Ja. Das hätte ich überhaupt nicht zusammengebracht. Wer sich sein Leben gerne mal vom Imperator erzählen lässt, also bin drunter machst du es auch nicht, ne? Genau. Also das, wer sonst? Ansonsten kriegst du was von Darth Vader getextet. Ne? Aber das ist ein anderes Thema. Jeppe, wer stellt drauf, wer stellt runter? Ich meine, wir haben schon so ein bisschen gewertet, aber vielleicht kannst du noch mal irgendwie so ein bisschen kategorisieren.
Also wie du es ja schon gesagt hast, ich glaube, im Verlag stand auch für die Schultüte ist es erstmal natürlich grundsätzlich irgendwie eignet es sich. Oh Gott. Ich habe jetzt tatsächlich auch gesagt, auch gut, wenn man irgendwie mehrere Kinder hat, klein, größer, weil nämlich, also gefährlich ist der mal gar nicht, auch für kleinere. Ne? Man kriegt nicht jeden Gag mit, aber während man bei irgendwie 3 Fragezeichen-Kids oder so schon gucken muss, wenn ein kleinerer immer zuhört, ist das unter Umständen auch ein bisschen zu aufregend oder so. Da kriegt, also für jeden ist erstmal was dabei und Schaden tut's irgendwie an der Stelle nicht. Wer stellt ihn vielleicht mal nicht auf, ist, also wie gesagt, als Vater von Jungs weiß ich das auch. Es gibt halt manchmal auch so Action-Junkie-Testosteron-Phasen, da müssen irgendwie Dinge explodieren und irgendwie Autorennen dabei sein. Das hat er jetzt natürlich nun mal nicht. Er funktioniert langsamer, kleiner, also. Es fängt mit einem Verbrechen an, bitte. Der Lehrer wird erpresst. Ja, aber deswegen. Ich glaube, man kann ihn jedem zu Gemüte führen. Kann sein, dass es in manchen Phasen irgendwie für den einen oder anderen zu ruhig ist, weil halt schon eher für Eltern. Ja, das wäre für mich auch so, wer stellt, also wenn man wirklich auf das klassische Hörspiel steht, ne, mit mehreren Stimmen, ja, so mit richtig Atmo, die Produktion halt nicht. Das ist halt die Lesung. Und wer darauf steht, der hat vielleicht... Ich habe meine Jungs nie so kichern hören. Das ist eine ganz andere Rezeption von diesem, weil so ruhig, also ich fand es einfach toll. Und als Vater, ich kann da auch jedes Mal zuhören. Es ist einfach schön. Es gefällt mir gut. Ihr zwei, hier, Sarah und Moritz, habt ihr noch... Also runterstellen, glaube ich, es gibt wirklich wenige, die den runterstellen, bis auf die Gründe, die ihr jetzt gerade schon genannt habt. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass er einfach sehr lang ist und dass man ihn in mehreren Teilen hört, ne? Dass der auch mal wieder so ein bisschen auf der Tribüne verschwindet und dann irgendwann mal wiederkommt. Ne? Also das ist so das was bei uns. Ne? Ja. Also als du den vorgeschlagen hast, habe ich mir den ja auch nochmal angehört und habe dann bei den Minuten dachte ich mir, ach ja, schön, dass mache ich mal, wenn ich länger koche. Und dann stellt man ihn mal zwischendurch runter, aber ich glaube, man stellt ihn auch immer wieder drauf. Das glaube ich absolut auch, weil ja vom Erzählrhythmus her ist es auch etwas, dem jüngere Kinder folgen können. Also der ist nicht schnell, der ist gut artikuliert. Ja. Und kurze Episoden, da kann man auch mal sagen, pass auf, jetzt können wir 5 hören und dann stellen wir runter und morgen machen wir die nächsten 5. Mhm. Okay. Wunderbar. Dann haben wir es für heute tatsächlich. Ne? Die drei Tonis sind runtergestellt. Wir sind alle sehr gespannt drauf, also wir vier hier. Danke an euch natürlich, dass ihr die Tonis vorgestellt habt. Hat viel Spaß gemacht mit euch. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Danke. Schreibt zu uns in die Kommis, wenn ihr irgendwie Fragen oder Anregungen habt. Für uns ist das natürlich heute auch ein Experiment. Wir hoffen, es gefällt und sagen dann in dem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es soweit kommt. Danke euch. Danke. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Hey, hör gut zu. Stell die Ohren auf und mach die Augen zu. Hey, hör gut zu. Erlebe das, was dir gefällt, in deiner eigenen Welt.